So, herzlich willkommen zu einem kleinen Zusammenbauvideo. Ich zeige euch heute, wie wir von dem zu dem kommen. Die Frage ist, was ist das hier überhaupt? Das hier ist ein Kleiderbügel mit Lüftern. Die Idee dahinter ist, man hängt ein Kleidungsstück drauf, was gerade gewaschen wurde, was schlecht trocknet. Und durch die Lüfter wird frische, trockene Luft in das Kleidungsstück reingepustet und das trocknet schneller. Zur Sache. Das ist das fertige Produkt. Das lege ich erstmal hinter. Und wir wollen hiermit anfangen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen die Dinger. Die sind aus dem 3D-Drucker. Die Datei habe ich euch unten in die Kommentare gepackt. Wir brauchen Computerlüfter, Gehäuselüfter und Kabelbinder. Und zwar 8 Stück. Moment. So. Was wir außerdem brauchen, sind Kleiderbügel. Ich habe hier welche, die sind von einem großen schwedischen Möbelhaus. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber falls ihr die Dinger sucht, die heißen Boomerang. Die sind vor allem deswegen designt, weil hier nach der Montage der 3D-Druck nicht übersteht. Die sind auf der ganzen Welt verfügbar, recht einfach ranzukommen. Jeder hat so ein schwedisches Möbelhaus um die Ecke. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Bevor es losgeht, muss ich aber noch eine Sache loswerden. Und zwar, wir müssen noch eine kleine Lüfterkunde machen. Die Problematik ist nämlich, wir haben jetzt hier zwei Gehäuselüfter, aber wenn ihr euch diese Gehäuselüfter da reinbaut, müsst ihr euch überlegen, was für Gehäuselüfter nehmt ihr. Die gibt es mit 5 Volt, die gibt es mit 12 Volt, die gibt es mit unterschiedlichen Luftmengen. Ob das den Sinn hat, dort mehr Luft reinzumachen oder nicht. Dazu mache ich auch nochmal ein Video. Das weiß ich nämlich auch nicht, weil es kann gut sein, dass es reicht, eine minimale Menge Luft da reinzumachen und der Effekt derselbe ist, wie wenn ich dort einen Hochdrucklüfter benutze. In dem Fall hier habe ich einen 5-Volt-Lüfter von der Firma Noctua. Das ist ein ziemliches Premium-Produkt, das muss man leider sagen. Ist aber vielleicht für den Laien am allereinfachsten, weil die Dinger werden geliefert mit einem USB-Adapter. Und den stöpselt man einfach nur ran. Zack. Und dann kann ich das Gerät einfach an eine Powerbank anschließen. Ich das jetzt hier. Und schon funktioniert es. Und so eine Powerbank hat meistens auch drei Anschlüsse. Kann ich also drei Lüfter dran machen. Brauche ich nicht weiter löten. Und von der Elektrik her ist das gar nicht das Problem. Für das Video werde ich jetzt aber Folgendes machen. Wir nehmen einen 12-Volt-Lüfter. Problem ist nämlich, wir müssen uns überlegen, macht es überhaupt Sinn, diesen 3D-Druck zu benutzen? Schließlich müssen wir eigentlich abwägen, ich habe Kosten für den Lüfter, ich habe Kosten für den Druck, ich habe Kosten für die Kleiderbügel. Ich kann es auch kurz mal aufzählen. So ein Lüfter, das hier ist ein relativ günstiger 12-Volt-Lüfter. Der kostet 4 Euro. Das ist so ziemlich das unterste Preisniveau, was man haben kann. Das Premium-Produkt hier, der 5-Volt-Lüfter von Noctua, der kostet 18 Euro. So, und da sind wir schon bei 3 mal 18 Euro. Sind 54 Euro, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe im Kopf. Und dann plus den Druck, den würde ich auch nochmal mit 10 Euro einschätzen, plus die Kabelbinder, plus ein bisschen Lötzinn und was weiß ich nicht alles. Da sind wir bei den Produktionskosten, die wir selber schon haben, wenn wir nur diese Noctua-Lüfter haben, locker bei 70 Euro. Und dafür kriegen wir eigentlich auch schon ein fertiges Produkt auf Amazon. Die gibt es nämlich auch als kommerzielle Alternative und da muss man halt abwägen. Auch wenn ihr Bock auf Basteln habt und ihr habt vielleicht noch so eine Dinger hier rumliegen, spricht da eigentlich gar nichts dagegen. So, wie gesagt, 5 Volt Lüfter kann man einfach an USB anstecken. USB hat immer 5 Volt. Das funktioniert. Daher machen wir das heute nicht, weil wir wollen ja hier ein bisschen basteln. Und ich habe hier den 12 Volt Lüfter. Dazu muss ich dann gleich löten. Und wir brauchen drei davon. Ja, folgende Überlegung müssen wir uns natürlich auch noch stellen. Wenn wir hier so einen 12-Volt-Lüfter haben, dann muss ich den auch mit 12 Volt versorgen. Wie sieht so eine 12 Volt Spannungsquelle aus? Powerbank kannst du vergessen, die hat bloß 5 Volt. Nun gibt es auf Amazon ganz lustige Sachen, nämlich sowas hier. Das da ist ein Konverter, der kann. Steht es hier drauf? Mal sehen, ob man das auf der Kamera erkennt. Wenn ich hier rangehe.
Also der nimmt 5 Volt und macht daraus 12. Wie ihr vielleicht auch auf dem Video seht, schafft ihr das nur mit einer Leistung von 500 Milliampere. Ist bei dem Lüfter gar kein Problem. Kurze Demonstration. Wir müssen nämlich ein bisschen auf die Leistung achten. Und dann stöpsel mal diesen Lüfter hier mal ran. Falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen Verrenkung mache, dieses Kamerastativ ist ein wenig im Weg, aber da müssen wir jetzt durch. So, also, dann schauen wir mal. Der sollte jetzt drehen, genau. Hier, fürs Video. Der dreht und wir sehen schon, der braucht. Na, komm. Der braucht etwa 66 Milliampere. Wenn ich den jetzt hinlege, übrigens, nochmal kleiner Funfact am Rande, dann wird er sehen, das steigt. Warum steigt das? Weil der jetzt mehr Kraft aufwenden muss, um die Luft da reinzudrücken. Also müssen wir das auch bedenken. Wenn wir jetzt ein Kleidungsstück haben, was nass ist und da drin ein gewisser Überdruck herrscht, dann braucht der Lüfter ein bisschen mehr Leistung, als wie wenn er frei steht. Deswegen würde ich den jetzt einfach mal mit 70 annehmen. So, jetzt können wir mal kurz überschlagen. 70 mal 3, ne? Wir haben ja 3 von den Lüftern, wollen wir hiermit versorgen. Da sind wir schon bei 210 Milliampere. Das Ding schafft 500. Geht also noch. Könnten sogar 6 anschließen. Dann gibt es aber auch ein paar verrückte Leute unter euch, die eventuell so einen Powerhouse-Lüfter kaufen wollen. Und zwar, das ist übrigens auch ein 12-Volt-Lüfter. Der dreht mit der dreifachen Umdrehung. Und ja, der braucht entsprechend auch mehr Leistung. Können wir auch mal kurz anschließen. Und dann zeig ich euch mal, was passiert. Muss man also mal die Milliampere wieder anschauen. Da stecke ich. Ja, so rum. Zack. So, und dann gucken wir mal, wie viel der dreht. Sieht man die Kamera? Ja, sehr gut. So, schließt ihn hier an. So. Da seht ihr schon, da reicht meine Skala ja gar nicht mehr. Muss man eins weiter drehen. Achso, nee, Quatsch, andersrum. So. Und dann muss ich umstöpseln. Und. Oh. Holla, die Waldfee. Kurze Impro-Lösung. So, und da sehen wir schon, wir ziehen hier 0,6 Ampere bei einem Lüfter. Das Ding dreht halt mit 6000. Man hört es bestimmt auch. Es ist ein bisschen lauter. Und wenn wir jetzt 3 davon betreiben würden, dann wären wir ja locker bei 1,8 Ampere. Und damit fällt die Lösung von dem Ding schon weg. Na, also wenn ihr euch hier so einen leistungsstarken Lüfter da reinbaut, müsst ihr halt irgendwie dafür sorgen, dass ihr eine Spannungsquelle habt, die das auch packt. So. So eine Spannungsquelle ist da typischerweise ein Netzteil. Die gibt es eigentlich auch recht billig auf Amazon. 12 Volt Netzteil. Moment, sieht man es hier? Ich gehe mal ein bisschen an die Kamera. Ja, die zieht 12 Volt. Und da sehen wir auch, der bringt 9 Watt bei 0,75 Ampere. Das ist im Prinzip auch noch zu wenig. Das können wir mal ganz kurz ausrechnen. So. 0,6 Ampere mal 12 Volt. 7,2 Watt, wenn ich mich nicht täusche. 7,2 Watt müssten das sein. Also, Kopfrechnen funktioniert noch einigermaßen. Das Netzteil gibt an, dass es 9 Watt schafft. Also diese hochdrehenden Lüfter sind toll. Wir brauchen aber eine Menge Kraft. So viel kann man schon mal zusammen sagen. Und dann braucht ihr eine entsprechende Spannungsquelle, die das packt. Ja. Ich will heute aber nicht mit dem Hochdrehenden machen, sondern wir machen das mit dem stinknormalen Lüfter. Und zwar mit dem hier. Und davon brauchen wir 3. So, dann mache ich an der Stelle jetzt hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich beim Löten. So, willkommen beim kleinen Lötstudio. Im Stand der Sonne seht ihr vielleicht, dass schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Aber es spielt jetzt gar keine Rolle. Wir löten jetzt diese 3 Lüfter so zusammen, dass wir die in dieses Ding hier einbauen können. Und zwar möchte ich ein bisschen flexibel sein in Zukunft mit meinen Anschlüssen. Und dazu möchte ich an diese 3 Lüfter so ein Ding einlöten, einen Batterieclip. Ein Batterieclip
Kennt man vielleicht, ist normalerweise gedacht, um damit diese 9-Volt-Akkus anzuschließen. Ich persönlich nehme die in meiner Werkstatt für alles Mögliche, also auch die Lüfter in meinen Suits sind mit solchen Dingern versehen, weil wir können, also diesen Anschluss kann man an unterschiedlichsten Sachen finden, wie zum Beispiel hier. Das ist jetzt hier ein Kasten, da passen 4 Batterien rein, macht 4 mal 1,5 Volt, sind 6 Volt. Zwei davon kommen auch auf 12 Volt. Das ist die Idee dahinter, dass ich eventuell zwei dieser Kästen hier nehme, wo auch 4 AA-Batterien reinpassen und dann auch einen Batterieclips ranmache und dann kann ich entweder meinen Lüfter entweder auf Akku betreiben oder aber halt mit einem 12 Volt Netzteil. So, das kann man ein Stück nach hinten rutschen kurz. Schauen wir noch erstmal, wie lang wollen wir das Lüfterkabel haben. Das ist unser Lüfter. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, in welche Richtung bläst der. Wir wollen, dass die Luft raus aus diesem Ding pustet. Sprich, so in diese Richtung. Dann haben wir hier auf den Lüftern meistens eine Anzeige. Ich kann euch auch sagen, die Faustregel ist, die Seite, wo das Gitter ist, dahin pustet das. Aber meistens ist eingemalt, genau, hier sieht man es. Mal kurz gucken, ob das auf der Kamera sichtbar wird. Ich hoffe. Also hier sieht man so einen kleinen Pfeil, der höchstwahrscheinlich gerade unscharf ist. Und der sagt mir, die Luft strömt so in die Richtung raus. So, heißt, ich will den höchstwahrscheinlich so anbringen und das Kabel hier hoch verlegen. Und dann brauche ich oben noch ein bisschen Reserve. Und dann gucken wir mal, wie viel brauche ich davon. Wir sagen jetzt, wir gehen dann hier unter dem Kabelbinder durch und kommen hier irgendwo zusammen. Zack. Das alles brauche ich leider nicht. Ist leider Abfall. So, jetzt machen wir hier weiter. Ich öffne mal den hier. Der kommt auch mit Schrauben. Die sind auch wichtig aufheben. Die brauchen wir später. So, einer. Und den machen wir auch noch auf. Mal sehen, ob ich das für die Kamera mal kurz machen kann. Eigentlich egal, in welcher Zeit. Ich bin jetzt mal hier ein bisschen radikaler, weil wir haben nicht den ganzen Tag Zeit und das werfe ich hier weg. Hier sind wieder die Schrauben, die heben auf. Weil die kosten auch Geld, wenn man die nachkauft, aus irgendeinem Grund. So, nächster Lüfter, der soll auch wieder rauspusten. Guck mal wieder nach der Pusterichtung. Geht nach da, ne, hier wo das Gitter ist, ist außen. So, verlegen wir wieder hier hin. Zack, und ein bisschen Reserve. Machen wir so. Knips. Das kann weg. Und der letzte ist dann unten. Und pustet so. Machen wir wieder so. Wir wollen die Kabel auch alle am besten auf derselben Seite haben. Schließlich kommen die alle am Ende zusammen. Und auch hier machen wir wieder so. Und sagen wir hier vielleicht. So, der mittlere ist ein bisschen besonders, deswegen lege ich den extra. Und die beiden sollten jetzt ungefähr dieselbe Kabellänge haben, wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. So, dann brauche ich das hier erstmal nicht. Die Lötstation ist mittlerweile ein bisschen in Standby gegangen. Und jetzt schauen wir erstmal. Schöne, das sind sehr schöne Kabel. Wir brauchen allerdings nur, ich guck mal, ob man das auf der Kamera wieder sieht. Wir brauchen den gestrichelten, das ist der Minus, und den daneben, das ist der Pluspol vom Lüfter. Das hat 3 Adern. Ich mache die jetzt mal auseinander. Die ich gerade abtrenne, die ist manchmal gelb bei manchen Lüftern, das ist das Signalkabel. Da kann der Computer im Normalfall, wenn man den jetzt als Gehäuselüfter verbauen würde, könnte der Computer da ablesen, welche Drehzahl der gerade hat. Der hat sogar 4 Kabel hier. Merke ich gerade. Das ist, glaube ich, noch ein Steuerkabel. Ne, da kann man, glaube ich, einen Temperatursensor ranhängen oder sowas. Muss ich zugeben, kenne ich mich gerade nicht aus. Aber uns interessieren eigentlich nur die beiden äußeren hier. Die hier braucht man nicht. Weil wir wollen ja einfach nur Spannung darauf geben. Also im Prinzip könnte man wahrscheinlich auch Sachen damit anstellen, die ganz lustig sind, wie wenn ich da jetzt ein Potentiometer anschließe, dass ich da die Drehzahl ein bisschen regulieren könnte, aber das ist jetzt für unsere
unseren Zweck ein bisschen sinnlos. So, mach mal hier ab. Zack. Beziehungsweise, nee, ich mach mal noch nicht ab. Was ich jetzt mache ist, ich mache so, so. Und dann brauche ich einen Schrumpfschlauch. Wir wollen das ja hier ordentlich machen, daher habe ich hier ein bisschen Kleinkram. Den hier brauche ich. Hinter. So, komm mal her. Und dann mache ich den hier schon mal drüber. So, weil ich will nicht, dass das hier irgendwann rumklötert und Schaden verursacht. Mach mal einfach ein Stück Schrumpfschlauch drüber. Und dann ist das Problem gelöst. So. Sollte passen soweit. Aufpassen, dass euch nicht die Finger verbrennt, wenn ihr das macht. So, sehr schön. Wie gesagt, ich brauche den gestrichelten und den daneben. Der gestrichelte ist Minus und der daneben ist der Pluspol. So, dann kann ich das hier ein bisschen auseinanderfriemeln. Komm her. So. Und abisolieren. Ich habe hier die praktische Zange dafür. Gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, das zu tun. Aber damit geht es. So, dasselbe Spiel machen wir hier. Können wir in der Mitte auftrennen. Dann schneide ich die ich nicht brauche, ab. Zack. Das ist mal weg. Schrumpfschlauch drüber. So, dahin. Dann, wenn ihr Probleme habt mit dem Fingernagel, das zu öffnen, könnt ihr mit hier eine Schere nehmen und einfach so in der Mitte. Das geht meistens sehr gut. Zack. So. Isoliere ich das wieder ab. Und hier, das war schon mal irgendwo dran gelötet, interessiert uns jetzt gar nicht so. Wir nehmen einfach ein neues. Übrigens hier auch so ein typischer Fall, die werden gerne mal so in der Form ausgeliefert. Wem das nicht gefällt, einfach ein bisschen Schrumpflauch nehmen. Man kann ja auch ein bisschen sparen, indem man sagt, man macht jetzt so und fädelt das hier drüber. So. Ich mache es jetzt mal ganz kurz vor. Das kann man hier bis ans Ende machen. Nicht übertreiben. Wir wollen ja nicht, dass uns hier das Plastik wegbrennt. So, auch drüber. Schrumpfschlauch kriegt ihr im Baumarkt oder billiger im Internet. Eigentlich ist das Zeug auch billig im Baumarkt, lassen sie sich aber trotzdem sehr gut bezahlen. Müsst ihr am besten mal ein bisschen vorplanen, wenn ihr löten wollt. Dann kommt ihr ein bisschen günstiger weg. So. Meistens verkaufen sie das entweder als Meterware oder ein kleines Stückchen in so einer Schachtel. Als Meterware ist es billiger, aber da ist immer die Frage, ob man so viel davon braucht. Wie ihr seht, da ist das alles ein bisschen ordentlicher, wenn man das so macht. Schick. So. Jetzt geht's weiter mit
Moment, muss ich kurz besser positionieren. Jetzt lötet man das zusammen. Hier kann ich auch nochmal abisolieren. Ich will das ungefähr gleich lang haben. Zack. So, mal gucken, ob ich beide gleichzeitig kriege. Ja, nicht gut. Also machen wir es ordentlich. So. Also ich kann hier übrigens bei der Zange könnte ich jetzt auch einstellen. Alle Profis, die das gucken, die schütteln gerade den Kopf, weil ich das nicht eingestellt habe, den Anschlag. Ist aber egal. So. Dann holen wir den Lötkolben aus dem Standby und fangen mal damit an, dass wir hier einfach die Enden verzinnen. Ich habe hier meine praktische Löthilfe. Hänge ich das einfach mal dran, dann klötert das nicht durch die Gegend. Ups. Ja, muss mal kurz das Lötkabel hier nehmen. Und angeln. Moment. Dann sollte man das erstmal ein bisschen verdrillen. Das muss nicht viel sein, aber ein bisschen ist immer nicht verkehrt. So. Bisschen Lötzinn dran. Zack. Zack. Reicht schon. Das Spiel wieder rüber jetzt hier überall. Bisschen verdrillen. Wie gesagt, das muss nicht viel sein. Am Ende hält es der Lötzinn auch ganz gut zusammen. So. Hier ist es wichtig, dass ich verdrille, weil da geht es schon ein bisschen auf. So. Und den letzten. So, den machen wir auf die Seite, damit ich weiß, dass es die Mitte war. Und jetzt, was wir jetzt machen ist, wir löten die einfach parallel. Das heißt, ist ganz simpel, wir schauen, dass hier Plus an Plus und Minus an Minus ist. Das ist in dem Fall so. Und zack. Das kommt dann so und so. Die beiden kommen zusammen. Wieder ein bisschen verdrillen, muss man jetzt nicht übertreiben, aber es hilft, wenn man es denn hinkriegt. Ich krieg es gerade nicht hin. Jetzt so. Ja. So. Na komm. Jetzt ist es wieder häufiger. Ich mache es mal eins zusammen. So. Ja. Wir wollen übrigens, dass es möglichst schön aussieht, wenn es hier zusammen ist. Ihr seht auch gleich warum. So. So, zurück an die Arbeit. Da war der Akku kurz leer. Wir wollen diesen Lüfter mit unserer Spannungsquelle verbinden. So, dazu habe ich hier einen 9 Volt Block, den nehme ich nur zum Testen, damit ich die Verpolung nicht vertausche. Und ich gehe mal davon aus, dass Minus an Minus und Plus an Plus muss. Moment, da gucken wir mal. Normalerweise müsste sich jetzt wenigstens kurz bewegen. Und tut sich was? Es tut sich was. Er hat sich kurz bewegt. Das reicht schon. Ich muss trotzdem nochmal. Ja, ihr seht es kurz für die Kamera. Falls ihr auf die Idee kommt, euren Kleiderbügellüfter mit einem 9 Volt Block zu betreiben. Ah, jetzt geht's. Macht's nicht. Macht's nicht. Ist Quatsch. Die Dinger sind zu teuer.
und zu ineffizient. Wenn er drei Lüfter mit so einem Teil betreibt, dann hält das höchstens 1,5 Stunden. Und dann ist das alle. Daher braucht man das nicht. Ich habe den hier nur zum Testen, damit ich irgendwo so einen Standard zwischen Plus und Minus habe, an den ich mich halten kann, persönlich. So, wir verdrehen das hier, klemmen das hier ein und löten das wieder fest. Ja, komm. Zack. So. Bisschen viel Lötzinn dran, macht aber nichts. Andere Seite auch noch. Wird auch verdrillt. So. Ja, gut. Hat ja super geklappt. Ich zeige euch mal, wie man das nicht macht. Jetzt aber richtig. Und dann klemmen wir das hier fest. So. Und löten das auch zusammen. So, sehr schön. Und dann kommt jetzt unser Schrumpfschlauch wieder zum Einsatz. Wir brauchen, ja, ich würde sagen, 3 Stücken. Nochmal vielleicht so eins und noch so eins. So. Die mache ich jetzt wo drüber. Jetzt schauen wir mal, wo ist es länger. Okay, ich würde sagen, hier drüben ist am schlausten. Ja. Mit der Hoffnung, dass es klappt. Erstmal über alle eins drüber. So. Das sollte möglichst weit weg von der Lötstelle sein. Das geht leider nicht, weil hier ist schon der nächste Schrumpfschlauch. Das ist ein bisschen doof. Das sollte so. Dann machen wir das nochmal anders. Ich löse den hier nochmal ab. Weil ich ein bisschen Handlungsspielraum brauche. Also, nochmal ab. Komm. So. Problem ist, jetzt kann ich dort nur noch in den ganzen drüber machen. Ist aber nicht schlimm. Dann machen wir das halt so. So. Ich nehme noch einen mehr. Zack. So, machen wir ihn auch drüber. Wird das alles ein bisschen steifer, wenn ich das jetzt so mache. Aber das sollte funktionieren. So. Ja, mit den Schrumpfschläuchen ist so eine Sache. Am besten habt ihr immer die richtige Größe parat. Nicht so wie ich, nur eine Größe für alles. Dann macht es euch die Sache ein bisschen einfacher. So, und jetzt seht ihr, ich mache hier über die Einzel nochmal 2 Schrumpfschläuche drüber. Der kann weg. Und dann klammere ich das mal kurz hier ran. Na, komm. Und jetzt muss es vor allem schnell gehen und ich muss aufpassen, dass das Kabel nicht zu heiß wird. Wir haben hier den gestrichelten. Und das heißt, hier ist der ungestrichelte. Also jetzt kommt wieder ungestrichelt auf ungestrichelt, gestrichelt auf gestrichelt. Das ist eine Parallelschaltung. Ich könnte es jetzt aufmalen für euch, aber eigentlich ist es selbsterklärend. Ihr müsst bloß aufpassen, dass die Spannungsquelle richtig rum dran ist. Der Rest einfach nur identische Farbe oder identisches Muster auf identisches Muster. Dann funktioniert das. So. Ich löte das gern so auf Stoß, weil dann wird das alles ein bisschen eleganter. Man kann es aber auch theoretisch so zusammenlöten und verdrillen. Sieht ein bisschen doof aus. Und dann kann man auch noch einen Schrumpfschlauch von oben drüber tun. Ist aber irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so meine Art. Sieht dann immer ein bisschen amateurhaft aus. Aber am Ende ist es, macht es wieder, wie es am besten passt für euch. So, hier ist ja zu viel Lötzinn. So, zack. Und es sollte es schon gewesen sein. Können wir mal kontrollieren. Ja, hält fest. Die kann aus. Und das brauche ich auch erstmal nicht mehr. Und jetzt kommt hier der Schrumpfschlauch drüber. So.
Das ist mir nur grob, damit es nicht wegrutscht. So wie gerade. Rechts. So. Zack. Jetzt nehmen wir hier den Schrumpfschlauch. Hoffen, dass wir den noch bewegen können. Es sieht nicht gut aus für unseren Schrumpfschlauch. Das passiert, wenn das Kabel zu heiß wird beim Löten. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen schummeln. Auch das ist nicht schön. Na komm. Ja, geschafft. So. Und der müsste jetzt eigentlich über dieses ganze Konstrukt drüber. Ich befürchte aber, das wird nicht so ganz klappen. Ja. Da ist er leider ein bisschen zu klein. So, der ein oder andere schlägt sich auch wahrscheinlich gerade die Hände über den Kopf zusammen, wie leinhaft ich das hier mache. Tja, das ist dann halt so. Dann mache ich es jetzt folgendermaßen. Dann machen wir das dickere Stück nochmal nach hinten hier. So. Und den hier wieder an die Stelle, damit der Draht da nicht abgeht. So. Ja, das sollte passen. Ja, schön rund. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das noch nach vorne kriegen. So, alles drüber. Ja, sehr gut. So, und dann ist das fast gut. Ja, hier kann man auch mal ein bisschen rumschummeln. So. Dass das ein bisschen runder wird. Sollte man bloß nicht übertreiben, weil irgendwann gehen die Lötstellen dann wieder auf. So. Moment, nochmal zurück. Das ist noch nicht richtig. Ja. Und jetzt sollte es aber gehen. Genau, sehr schön. Halt. So. Und schon haben wir eine Konstruktion aus drei Lüftern, die wir mit einer Spannungsquelle versorgen können. Wenn ich die jetzt hier ranstöpsle, sollte es kurz drehen. Ja. Ihr seht, die drehen jetzt übrigens nicht auf voller Leistung, weil hier kommen ja nur 9 Volt raus und die brauchen eigentlich 12 zum Drehen. Und wie gesagt, die halten nicht lang genug. Ich habe dafür auch noch so eine, naja, ich sag mal, Ersatzkrücke gebaut, mal aus Batterien, die ich aus einem Laptop-Akku habe. Wenn ihr mit solchen Lithium-Batterien hantiert, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch in einen, naja, wie heißt das Ding? Das ist ein Schutzschaltkreis für die Batterien, dass ihr den mit ranlötet, sonst könnt ihr euch auch ganz schön um die Ohren fliegen. Oder sich Tiefen entladen und dann sind sie auch im Eimer. Das ist die Sache bei Lithium-Batterien. Aber immer noch bedenken, die können auch platzen und so. Also die sind ein bisschen gefährlicher. Daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine Spannungsquelle macht, macht es mit einem Netzteil, was 12 Volt ausspuckt. Das beiseite. Und zurück zum Thema. Wir bauen jetzt unseren Kleider-Dingsbum und so weiter. Ich kann jetzt hier nochmal anmachen und dann werdet ihr sehen, die drehen ein bisschen schneller. Ja. Man hört es auch vielleicht. Das funktioniert. So muss das. Jetzt ist alles verlötet. Den braucht man nicht mehr. Und ich würde sagen, jetzt schreiten wir schon zum nächsten Schritt über und montieren diesen Kleiderbügel. So. Den haben wir ja schon halb montiert hier. Und im Grunde könnte man jetzt schon, ist die Frage, wie rum macht man es jetzt clever? Ich nehme jetzt hier mal den Anti-Kleiderbügel. So. Und das Gegenstück, das ist ja so designt, dass es ineinander klickt. Das könnte man also schon machen. Zack. Zack. Ich muss mal sehen, ob ich das hier in der Kamera machen kann. Da der Akku gerade nicht ganz voll ist, habe ich das Display nicht ausgepackt und habe leider nicht auf dem Schirm, ob ihr das alles sehen könnt. Aber ich denke mal, das passt so. So, jetzt ist es halb zusammengebaut. Ich mache mal noch nicht den Kleiderbügel ran, das machen wir als letztes. Und würde sagen, wir
Wir schrauben das jetzt hier ran. Dafür brauchen wir Schraubendreher. Was natürlich auch geht anstelle der Schrauben, sind diese Nupsis. Die sind manchmal dabei bei manchen Lüftern. Und die soll man so montieren, dass man die durchs Computergehäuse zieht. So wäre das. Und dann durch den Lüfter. Die Sache ist, wenn ich das jetzt hier machen will, dann kann ich das vielleicht bei einer Seite machen. Ich kann es mal ausprobieren. Ich nehme die nochmal auseinander. So, ach, guck mal. Ich schnipp das sogar wieder ineinander. So, also, das wäre jetzt die Montage. Man zieht das hier durch. Zack. Dann hält das. Und wenn ich jetzt diesen Lüfter hier ranmache, dann müsste ich jetzt hier rein lang. So, das muss da durch. Und größtes Problem ist, ich muss jetzt hier rankommen und das durchziehen. So, ich habe jetzt hier eine Spitzzange und ich probiere das mal, aber ich glaube nicht, dass ich das damit hinkriege. Also, ich habe schlichtweg nicht mit diesen Nupsis geplant, als ich das gemacht habe. Wir können das trotzdem mal versuchen. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich hier zu viel Kraft aufwende, besteht auch eine gewisse Gefahr, dass ich den 3D-Druck zerbreche. Ich glaube, jetzt habe ich ja gerade was abgerissen, was nicht abreißen sollte. Na komm. Ne, es geht nicht. Also, vielleicht kriegt ihr es hin. Ich lasse es jetzt aber mal weg. Wäre ein Fummelvideo, wenn ich das jetzt mache. So. So, an der Stelle noch eine kleine Anmerkung zu diesen Gummi-Nupsis, mit denen die Lüfter manchmal ausgeliefert werden. Ihr könnt tatsächlich ohne weitere Probleme 4 davon in den Lüfteranhänger einbauen. Der Trick ist einfach, mit dem mittleren Lüfter unten anzufangen. Und da wir an denen, ich habe hier schon 3 eingebaut, wie ihr seht, da wir an denen gut rankommen, können wir einfach das Teil, Moment, ich muss schauen, ob das auf der Kamera sichtbar ist, können wir das hier reinschieben, so, zack. Und dann braucht man hier bloß mit einer Spitzzange drin das Ding greifen und ziehen. Und das sieht zwar im ersten Moment brutal aus, ist dann aber schon erledigt. So, ein bisschen schick machen hier, dass der da durch das Loch guckt. Ja. Ob das Ding richtig sitzt, seht ihr, wenn hier unten eine kleine Delle auf den Teilen ist, so wie hier. Hier, die sind scheinbar noch nicht richtig drin. Kann ich nochmal nachziehen. Wobei, wenn ich hier mit einem bloßen Auge gucke, na, sieht gut aus. Die passen. Ja, so viel dazu. Zurück zum Video. Machen wir jetzt einfach so und montieren das mit den Schrauben. Na, die waren ja hier dabei. Ab. Das können wir auch reißen. Zack. Ihr braucht auch nicht alle 4. 2 reichen im Grunde pro Lüfter, wenn man das so diagonal macht. Ich nehme trotzdem alle 4, weil es auch irgendwo schicker und stabiler. Ja, wenn man sich den Lüfter anguckt, dann ist auch noch keine Winde drin. Die Schrauben sind so gebaut, dass die sich da quasi selbst das Gewinde reinfräsen. So, also kommen die hier ran. So, Schraubendreher. So. Das geht am Anfang ein bisschen schwer. So, ein bisschen mit Gefühl. Wir wollen nämlich nicht zu fest anziehen. Wenn wir hier zu fest anziehen, dann zerbricht der 3D-Druck meistens. Daher nur so handfest. Mehr muss es ja auch nicht. Ich soll ja bloß den Lüfter an der Position behalten. So, jetzt machen wir hier die zweite noch rein. Zack. So. Natürlich den Fehler gemacht, den mittleren Lüfter nicht zu markieren, weil der eine andere Kabellänge hat. Aber es wird wahrscheinlich gehen, weil ich Reserven gelassen habe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der das ist. Sage, die Lüfter sollen alle an der Wand hochgehen, die mir entgegengewandt ist. Das ist die. So, dann machen wir hier weiter. Machen den hier ran. So. Ein bisschen gucken, dass die Schraube auch gerade reingeht. Ja. Ja, treffen sollte man auch. Ich kann mich ja im Grunde an dem anderen Loch orientieren. Ja, jetzt wird es gehen. So, komm. Ja, auch hier wieder nicht zu fest anziehen. Das soll bloß den Lüfter in Position halten. Und immer darauf gucken, achten, dass der Lüfter nach außen pustet. Ne? Wir wollen nicht die Luft aus der Kleidung raussaugen, sondern frische Luft in die Kleidung reinpusten.
Wenn wir in der Kleidung einen Unterdruck erzeugen würden, geht theoretisch auch, dann müsste man die Lüfter alle andersrum drehen, dann zieht die sich bloß zusammen. Das ist auch Unsinn. Wollen wir nicht machen. So, der ist dran. Und jetzt machen wir noch den hier. Dafür brauchen wir mehr Schrauben. So. Das kann weg. Und das kommt dann so, würde ich sagen. So, ich hoffe, man sieht es jetzt auf der Kamera. Ich versuche es mal so vielleicht. Zack. Ist auch noch eine Menge Zeug, was ich gerade gar nicht mehr brauche, aber da halt noch. Und den hier noch. Komm. So, ich habe hier auch leider nicht ganz den perfekten Schraubendreher dafür, deswegen rutscht der mir ab. Und früher oder später, wenn die Schrauben rund wären, vielleicht sollte ich in der zukünftigen Version auch noch mal schauen, dass ich die Schrauben noch ein bisschen, abschräge, die Bohrlöcher. Und dann verschwinden die auch schön plan mit dem Gehäuse. Das wäre nämlich noch eine Maßnahme. So, jetzt seht ihr hier schon, dass ich mit dem Kabel ein bisschen falsch geplant habe. Ist aber nicht weiter schlimm, weil jetzt kommt ja der Deckel drauf. So, Kabel soll drinnen bleiben, bitte. So, wir gucken mal. Wir fangen unten an, würde ich sagen. Das da rein, das da rein. Ich kann hier noch mit der Hand vorsichtig gegendrücken drinnen. Oder wenn ich mit der Hand nicht reinkomme, mit dem Schraubendreher, muss mal gucken. Ne, da nicht, das ist der Lüfter. Ja, so. Aufpassen, dass ich nicht in die Finger piekst, das ist klar. Ich nehme keine Garantie für Arbeitsunfälle. So, das ist drin. Abhängig davon, was für einen 3D-Drucker ihr habt, habt ihr ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Passgenauigkeiten. Manchmal muss man die Löcher noch ein bisschen nachbearbeiten. Das müsst ihr dann schauen, bevor ihr das zusammenbaut. So, oh, hier ist noch ein kleiner Fehler. Aber es hat im Prinzip alles genug Spiel, dass man das so zusammenstecken kann. Und dann ist das schon fast fertig. Das kann erstmal so bleiben. Das machen wir zum Schluss. Und jetzt brauche ich noch die letzte Packung Schrauben. Ne, wir nehmen erstmal noch die beiden. Das kommt daran. Das letzte Stück ist ein bisschen schwieriger zu montieren. Ja, weil man rutscht dann auch gerne mal hier ein bisschen. Ihr seht schon, hier ist das Loch nicht ganz passig. Sollte trotzdem gehen. So, komm. Ja, geht. Zur Not müsst ihr damit ja noch mal ein bisschen nacharbeiten. Passt aber so weit. Ist auch gar nicht schlimm, wenn es hier ein bisschen übersteht, weil da kommt am Ende nichts mehr ran. So. So. Zack. Mach mal richtig schick, das Ding. Na komm. Komm in blöden Verpackung hier. Sowas. Das Witz ist, ich habe es gerade wahrscheinlich ein bisschen zusammengeschweißt durch mein kraftaufwendiges Öffnen. So, jetzt. Was ist das hier? So, raus. Rohe Kräfte sind bloß Walten, sagt man, ne? So, komm. Das kann weg. Die Nipsis brauchen wir auch gerade nicht. Wenn ihr euch unsicher seid mit dem Vorschneiden von dem Gewinde hier, dann macht erstmal eine Trockenübung. Schraubt die Schrauben in die Lüfter rein, bevor ihr den Lüfter hier dran montiert. So. Und wie gesagt, eigentlich braucht man nur die Hälfte der Schrauben. Also wenn ihr jetzt sagt, hier, man macht nur die Diagonalen, hier,
Dann geht das auch. Das musste ich nämlich schon machen, weil nicht immer sind diese Schrauben bei den Lüftern dabei. Das ist das Problem. Moderne Lüfter kommen gerne mal mit den Gumminupsis. Wahrscheinlich, weil die billiger zu produzieren sind. Und dann muss man die nehmen. Und dann ist man gezwungen, auf irgendwelche alten Schraubenvorräte zurückzugreifen. Und wenn da nicht genug da sind, ihr seht es ja selber, ich brauche hier 12 Stück für alle drei Lüfter, dann kann man es auch mit 6 montieren. Ist natürlich trotzdem, wie gesagt, so ist es stabiler. Das ganze Ding kann jetzt auch nicht mehr auseinanderfallen, weil ja die Lüfter im Endeffekt alles zusammenhalten. Und der Kleiderbügel gibt auch noch mal ein bisschen Stabilität, aber hauptsächlich halten die Lüfter das zusammen. So, jetzt nehmen wir noch den letzten Kleiderbügel. So, der muss dann hier ran. In den Kabelbinder. Ups, der war weg. Und ich fange immer gerne unten an. Ja, das ist auch noch mal ein bisschen schwierig. Den biege ich jetzt hier ein bisschen vor, weil der muss ja jetzt hier um die Kurve. Und hier durch. Ne, nochmal. Biegt den ein bisschen vor, dann schafft er das. Ein bisschen hier. Mal kurz so machen, dass er so aussieht. Und dann sollte das gehen. So, kommt hier rein. Zack. So. Den anderen auch. Bisschen vorbiegen. Die unten sind die schwierigsten. So, sehr schön. Dann kann ich hier schon mal festmachen. Ich gucke mal, dass die Kabelbinder hier unterhalb des Geräts sind, weil wenn sie an der Seite sind, können sie an der Kleidung reiben. Der richtige Profi schafft es, die im Gehäuse zu verstecken. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das dauert länger. Ist für so ein Video ein bisschen zu fummelig. So. Dann schauen wir mal. Ich muss mal die Löcher hier noch ein bisschen allein. So vielleicht. Wir nehmen noch zwei weitere Kabelbinder. Das müssen auch nicht so eine festen Kabelbinder sein. Ich hatte jetzt bloß gerade keine anderen da. So, und den machen wir auch von hier unten am besten, damit er sich schön hier unten verstecken kann. Oder noch besser, von drinnen. Dann ist er hier drinnen und kann euren Suit oder euer Kleidungsstück halt überhaupt nicht berühren. So. Bisschen anziehen. So. Der hier auch nach drinnen. Ach so, jetzt habe ich schon einen kleinen taktischen Fehler gemacht. Macht es einfach besser als ich. Macht schon mal ein Kabel mit dran. Weil ist ein Kabelbinder. Können wir ruhig ein Kabel. Ach komm, wir machen das nochmal. Das Video. Hier, lernt aus meinen Fehlern. Weg. So, wir haben hier drin die Kabel. Und die können wir ruhig ordnen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Das heißt, ich mache jetzt hier den Kabelbinder rein. So. Unter das Kabel und. Oh, nächster Versuch. So, war natürlich jetzt ein bisschen Ressourcenverschwendung. Ich bin nicht der Fan davon, so Sachen einfach wegzuknipsen. Und wie gesagt, lernt ja aus meinen Fehlern. Macht das richtig und dann ist das kein Problem. Ja. Dann haben wir hier auch ein schönes Kabelmanagement an dem Ding. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt hier die Kabel mit drunter gemacht. Machen wir jetzt mit dem auch. Das war eine Ungenauigkeit, aber das gibt sich noch. So. Jetzt ziehen wir das ja auch fest. So. Ganz wichtig, ihr seht es gerade selber, die Kabelbinder hängen da unten in dem Lüfter. Muss ich natürlich noch abknipsen. Die sind dann auch sehr scharfkantig, aber da das hier nach innen ragt, sollte das kein Problem sein. Da fasst normalerweise keiner rein. So. Schön ist natürlich auch, da die Lüfter nach außen zeigen, ist hier der Berührschutz. Naja, Berührschutz ist gut, man kann immer noch reinfassen, wenn man will. Aber ihr wisst, was ich meine. Also man könnte jetzt sogar noch einen Berührschutz davor machen. Es gibt ja manchmal noch so kleine Lüftergitterchen und sowas dazu. Wenn ihr wollt, klemmt die noch davor.
Ja, damit da keiner reinfasst und sich verletzt. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Die sind zwar schon entlastet, die Kabel, aber ich würde euch raten, das trotzdem nochmal zu machen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier das Ding, machen eine kleine Schlaufe. Weil hier ist ja unsere Lötstelle. Und unsere Lötstelle ist der schwächste Punkt des Kabels. Und wir wollen die möglichst entlasten. Falls irgendwer mal auf die Idee kommt, hier dran zu ziehen, wollen wir eigentlich, dass das hier oben dass die Kraft hier oben vor der Lötstelle schon abgefangen wird. Dazu nehmen wir einfach noch einen Kabelbinder. Ich habe jetzt hier nur einen kleinen. Geht auch. Und von mir ist auch der Rest von dem Kabel. Und dann mache ich gerne so. Vielleicht. Ich mache mal so am besten. So. Das ist jetzt zwar nicht am schönsten, also wenn man die Länge von den Kabeln beim Löten richtig einstellt, dann sieht das ein bisschen schicker aus als bei mir. Aber ich mache es jetzt einfach mal. So. Und dann ist die Lötstelle hier dahinter. Und kann nicht mehr so belastet werden, wenn hier jemand am Kabel zieht. Sprich, weniger Fehler. Darauf kommt es ja an, dass das Ding auch eine Weile hält. So, und an sich habe ich jetzt hier ein recht buntes Konstrukt. Gewinnt keinen Schönheitspreis, aber ist zweckmäßig, würde ich sagen. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, war ich jetzt nochmal offline, ein bisschen fleißig. Habe den USB-Adapter fertig gelötet, sodass der hier auch an unsere Lüfterkonstruktion ranbaut. Ich habe die Noctua-Kühler noch verbaut in Lüfter. Und ich habe das Netzteil noch einsatzfähig gemacht. Und ja, dann haben wir hier zwei Produkte, die einsatzbereit sind und einigermaßen vorzeigbar sind. Ich sage bewusst einigermaßen, weil das hier schon recht bunt und ich werde diese Kleiderbügel auch nochmal austauschen. Der Vollständigkeit halber habe ich jetzt hier noch einen Sticker drauf geklebt. Liebe Grüße an T-Fox an der Stelle. Ja, funktioniert jedenfalls und naja, ist auf seine Art einzigartig, kann man schon so sagen. Ja, im nächsten Video werden wir dann nochmal schauen, was für Unterschiede es macht, hier stärkere Lüfter reinzubauen. Die beiden sind ungefähr gleich stark, aber ich habe auch ihn mit den stärkeren Lüftern gemacht. Das ist der hier. Auch offen. Wie ihr seht, habe ich hier dann auch direkt einen anderen Stecker ran gemacht, damit ich nicht in die Falle laufe, dort ein schwächeres Netzteil ranzuklemmen. Aus Versehen, was dann eventuell kaputt geht. Und ja, wird dann Inhalt des nächsten Videos. Habe ich ja schon gesagt. Auf jeden Fall hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit dem Dings hier und bedanke mich soweit fürs Zusehen. Hoffe, es war ganz unterhaltsam und ja, dann sage ich auf Wiedersehen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne noch einen Kommentar da lassen. Ich würde mich freuen. Vielleicht noch eine Anregung über Dinge, die ich besser machen kann.